es ist eine Musik, die direkt dich anspricht und dazwischen gibt es keine Barrieren. Die ganze CD strukturiert sich um das Stück Landscape von Takemitsu. Und dazu hat ganz gut Arvo Pärts Fratres gepasst, was Brüder bedeutet. Und Béla Bartók soll so ein bisschen die andere Seite der Medaille zeigen, der Landschaft. Also das eine Landschaft muss nicht immer schön sein, sondern sie kann auch sehr bedrückend sein. Ein ganz besonders schöner Moment war natürlich, als wir dann nach Estland geflogen sind, um Fratres aufzunehmen, weil wir da die Gelegenheit hatten, mit Arvo Pärt persönlich zu arbeiten. Ich glaube, dass diese Stimmung, diese Klänge, die Arvo Pärt geschrieben hat, die wirklich jeden Menschen berühren und erreichen kann. Das eine kann ohne das andere nicht existieren, aber irgendwie auch nicht zusammen. Und das macht wieder so einen Kreis. Zwei Hälften und die gehören zusammen, aber passen nicht zusammen. Bei Takemitsu eigentlich passiert da nicht viel. Es passiert nicht viel und gleichzeitig passiert da doch wahnsinnig viel. Und zwar zwischen den Noten. Unser Haydn ist mit Sicherheit frisch und jugendlich, wenn man es so will, aber eben nicht eindimensional in dieser Hinsicht. Was auch sehr wichtig ist, dass beim Hören für jeden persönlich seine ganz eigene Landschaft entstehen wird. Und das ist eigentlich, worum es geht.